mein Name ist Patrick Bannwart, ich bin der Bühnenbildner von dieser Produktion von Nabucco. Was Sie sehen, ist hier ein Teil dieses Hauses, mit dem das Stück beginnt. Wir befinden uns hier im Erdgeschoss mit einer tollen Probendekoration. Das Haus wird nachher 4, 5 Stockwerke hoch sein. Hier haben wir einen ersten Stock markieren können. Das ist nicht ganz unproblematisch mit dem Chor, weil natürlich sollen letztendlich 90 Personen Chor auf diesem Haus sein. Hier werden wir es nicht schaffen. Aber es gibt trotzdem erstmal uns und auch dem Regisseur ein Gefühl, wo die Reise hingeht. Der Raum, der ein Turm ist, der auch an den Turm von Babel erinnert, ein Ort, an dem die Menschen sich verstehen, bis zu dem Moment, wo der Krieg kommt und das ausgebrannt wird, öffnet sich der Turm und man sieht in das ausgebrannte Innere, der jetzt eine Opferstätte geworden ist. Dieses Bühnenbildmodell zeigt den zerstörten Tempel der Hebräer. Für uns die Herausforderung letzten Endes das als Stahlbau vorzufertigen. Dazu befinden wir uns hier in der Schlosserei. Die Türme sind 10 Meter hoch, im Grundriss 8 mal 10 Meter in der Grundfläche und werden dann letzten Endes auch von weiteren Gewerken wie Tischlerei und Plastik und Mahlsaal noch vervollkommnet. Für den Stahlbau wäre hier eine Zahl noch interessant. Ungefähr 5 Kilometer Stahlbauprofile werden hier verbaut, sodass sich das dann, was hier im Bühnenbild zu sehen ist, auch im Original aufzeigt. Ich versuche natürlich immer neue Sachen zu machen, so wie die Stücke auch andere Herausforderungen sind. Trotzdem gibt es eine Handschrift und ich glaube, unterm Strich bedeutet diese Handschrift, dass es eben keine cleane Welt ist, sondern es hat oft was ein bisschen Kaputtes, was Brüchiges, wo auch poetische Momente drin entstehen können, gerade in dieser Armseligkeit. Die Idee dahinter auch, das einfach dadurch den Menschen emotional näher zu bringen. Man guckt von Mensch zu Mensch über den Orchestergraben hinweg.